Kann ein Flugzeug auch bei starkem Seitenwind landen? Wieso drehen Piloten vor der Landung manchmal eine Runde um die Stadt? Brauche ich diese Kotztüte wirklich? Das sind nur einige der häufigsten Fragen über die, interessantesten Dinge am Fliegen. Na dann beantworten wir sie doch mal. Wieso neigen sich Flugzeuge selbst im Sinkflug aufwärts? Du wirst merken, dass es sehr viel schwerer ist, zum Vorderteil des Flugzeugs zu gehen als nach hinten und dass die Kabinencrew ihre Getränkewagen nie aus der Hand lässt. Und selbst wenn es Zeit für den Sinkflug ist, richten Piloten oder Pilotinnen nicht die Nase nach unten. Tatsächlich ist es nicht der Winkel, sondern die Energie, die die Maschinen sinken oder steigen lässt. Drehst du die Kraft auf, steigt sie und andersherum. Die Richtung der Nase beschleunigt oder verlangsamt das Flugzeug, weshalb es zu den Landevorbereitungen gehört, die Nase hochzustellen und so langsamer zu werden. Wieso dimmen Piloten bzw. Pilotinnen bei der Landung das Kabinenlicht? Zu sehen, wie während des Sinkflugs die Lichter ausgehen, kann nervös machen, aber daran ist nichts falsch. Zuallererst hilft das, während dieses kritischen Moments eines Fluges dringend benötigte Energie zu sparen. Es ist wichtiger, das Bremsen und das Aggregat zu kontrollieren, als dich dein Kapitel fertig lesen zu lassen, oder? Der zweite Grund ist die Sicherheit. Falls du die Maschine im Notfall schnell verlassen musst, ist es bei gedimmtem Licht leichter, der beleuchteten Bodenmarkierung zum Ausgang zu folgen. Haben Landebahnlichtmuster eine Bedeutung? Ist nur geraten, aber ich denke, es bedeutet: Lande hier, du Depp. Tatsächlich beginnen sie schon lange vor der Landebahn und leiten die Maschine während der Landung. Und es gibt ein ganzes System von optischen Hilfen aus roten und weißen Lichtmustern. Sie lassen Pilot oder Pilotin wissen, ob die Maschine auf der richtigen Route zur Landebahn ist. Die Idealposition sind 2 rote und 2 weiße Lichter. 4 weiße oder 3 weiße und ein rotes bedeuten, dass das Flugzeug zu hoch fliegt, während 4 rote oder 3 rote und ein weißes Licht anzeigen, dass es sich unter der Idealhöhe befindet. Wieso lassen Piloten vor der Landung manchmal Treibstoff ab? Die Landung kann echt schwer werden, wenn die Maschine genauso viel wiegt wie beim Start. Normalerweise hat eine Verkehrsmaschine nicht mehr Treibstoff als nötig dabei, sodass er bei Ankunft fast aufgebraucht ist. Doch im Notfall, wie bei einer technischen Störung oder wenn ein Passagier Hilfe benötigt und das Flugzeug vorzeitig landen muss, müssen Pilot oder Pilotin umgehend den zusätzlichen Treibstoff loswerden. Dafür aktivieren sie ein System aus Pumpen und Ventilen, sodass er aus den Tanks in den Tragflächen ausgestoßen wird. Sprechen Flugzeuge direkt vor der Landung wirklich mit den Piloten und Pilotinnen? Es gibt einen Moment vor der Landung, in dem Pilot oder Pilotin entscheiden muss, ob sie die Landebahn anfliegen oder eine weitere Runde drehen. Dieser Punkt heißt Entscheidungshöhe. Während er oder sie noch überlegt, kann die Maschine sie erinnern, endlich eine Wahl zu treffen. In vielen Flugzeugen, darunter die beliebte Boeing 747, sagt eine elektronische Stimme nur ein Wort: Entscheiden. Ich habe gehört, dass das nächstes Jahr erweitert wird. Na los, entscheide dich schon. Ich fliege hier. Was ist der sogenannte Bodeneffekt? Das Gefühl, schon den Boden unter den Rädern zu spüren, während man sich noch in der Luft befindet, heißt Bodeneffekt. Ist die Maschine noch in der Luft, gibt es viel Raum zwischen den Flügeln und dem Boden. Kurz vor der Landung wird die Luft stark komprimiert und fühlt sich an wie ein Kissen. Das spüren vor allem Pilot oder Pilotin. Aber wenn du einen Fensterplatz hast, könntest auch du dich in den letzten 15 bis 20 Sekunden des Sinkflugs fühlen, als würdest du auf einem weichen Luftkissen sitzen. Hast du das schon mal gespürt? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Wieso sind Landungen oft holprig? Auf der Reiseflughöhe versuchen Piloten und Pilotinnen, Turbulenzen durch eine Änderung der Route auszuweichen. Doch die Landebahn ist nun mal, wo sie ist. Und wenn der Weg dorthin durch raue Luft führt, muss man da durch. Tatsächlich hat eine harte Landung ihre Vorteile. Sinkt eine Maschine zu langsam und schwebt über die Landebahn, gibt es weniger Raum zum Bremsen. Das kann bei kurzen Landebahnen zum Problem werden. Und ein festes Aufsitzen ist bei rutschigen Bedingungen wie Regen, Matsch, Schnee oder Eis immer das Sicherste. Wieso dauert der Sinkflug so viel länger als der Start? Die Reiseflughöhe zu erreichen dauert normalerweise nur 10 bis 15 Minuten. Aber wenn es Zeit ist zu sinken, stellt die Crew ihren Service oft schon 40 oder sogar 50 Minuten vor der Landung ein und bittet dich, dich vorzubereiten. Das liegt daran, dass hier nicht nur die Entfernung zum Flughafen oder die Geschwindigkeit eine Rolle spielen. In den meisten Fällen teilt die Luftverkehrskontrolle den Piloten mit, wenn es Zeit ist zu sinken. Das wird so genau geplant, um Luftstaus vorzubeugen, besonders an stark frequentierten Flughäfen. Um Unfälle zu vermeiden, können nicht alle Maschinen einfach nur über die kürzeste Diagonale aus der gleichen Entfernung anfliegen. Wieso drehen Flugzeuge vor der Landung manchmal eine große Runde um die Stadt?
Das nennt man Anflug oder Warteschleife, wobei Menschen mit Flugangst wohl eher das Wort Albtraum verwenden würden. An dieser Wartezeit ist allerdings nichts gefährlich oder falsch. Denk dir den Himmel als volle Autobahn, auf der jede Maschine ihre eigene Spur hat. Wenn die irgendwann zusammenlaufen, möchtest du nicht, dass sie zusammenstoßen. Daher ist es besser, etwas zu warten. Und wenn es in Ordnung ist zu landen, fliegt eine Maschine selten über das Zentrum mit all den hohen Gebäuden. Jede Landebahn hat ihre eigenen Routen und die führen meistens um die Stadt herum. Wieso landen Maschinen bei starken Seitenwinden seitlich? Flugzeuge sind so gebaut, dass sie starken Seitenwinden standhalten. Aber Passagiere fühlen sich gelinde gesagt nicht unbedingt wohl, wenn eine Maschine beginnt, unkontrolliert zu rütteln, während sie sich dem Boden nähert. Die Landung unter solchen Wetterbedingungen erfordert viel Können und Piloten und Pilotinnen trainieren dieses Manöver von Beginn ihrer Ausbildung an. Genannt wird es Crabbing und Slipping. In Pilotensprache bedeutet Crabbing das Ausrichten der Nase direkt in den Wind. In diesem Augenblick bewegt sich das Flugzeug seitlich wie ein Krebs. Pilot oder Pilotin müssen den Winkel der Nase an die Geschwindigkeit und die Richtung des Windes anpassen. Da sich diese unter stürmischen Bedingungen in Sekunden ändern können, ist das eine schwierige Aufgabe. Taucht die Landebahn dann irgendwann nach einer dicken Wolkenschicht auf, könnten sie zu weit links oder rechts von der Nase sein. Deshalb muss eine Maschine dann zu einer Technik namens Slipping wechseln. Das bedeutet, die Maschine parallel zur Landebahn auszurichten und die Flügel in den Wind zu stellen, so wie unter normalen Bedingungen. Selbst die erfahrensten Piloten und Pilotinnen können extreme Seitenwinde manchmal nicht einschätzen und nähern sich dem Boden seitlich, bevor sie einen zweiten Versuch starten. Wenn die Winde richtig schlimm sind, ist es die sicherste Variante, den Flug ganz zu verschieben. Wie landen Flugzeuge bei null Sichtbarkeit? Gewitter, Schnee und Nebel reduzieren allesamt die Sicht und machen eine sichere Landung zur Herausforderung. Generell benötigt ein Pilot oder eine Pilotin mindestens 800 Meter Sicht, um den Flug zu absolvieren. Ist sie niedriger als das, muss der Flughafen speziell ausgerüstet sein, um die Maschine zum Boden zu geleiten. Dazu gehören spezielle Beleuchtung, Equipment zur Sichtmessung und eine Funknavigation namens Instrumentenlandesystem. Wenn es nebelig ist, werden die Fluglotsen und Lotsinnen quasi zu einem Paar extra Augen für Piloten und Pilotinnen und führen sie durch jeden noch so kleinen Schritt der Landung. Und zu guter Letzt noch etwas zu der Kotztüte. Die ist zwar zu deiner Annehmlichkeiten da, aber ich denke nicht, dass du sie wirklich brauchst. Andererseits lege ich auch oft falsch. Halt dich also bereit. Hey, wenn du heute etwas Neues gelernt hast, gib diesem Video ein Like und teile es mit Freunden und Freundinnen. Und hier sind noch ein paar andere coole Videos, die dir sicher gefallen. Klick einfach links oder rechts und bleib auf der Sonnenseite des Lebens.